Böse Mumien zu verkloppen, finden wir nett. Dabei sehen wir gut aus, und zwar richtig adrett. Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Triforce Heroes mit Sunny und Drago. Naja, darf ich nicht vergessen. Wir kommen jetzt zu die Mumie Teil 4. Yay! Haben wir eine Lust. Die Mumie einmal, lebt. Schon wieder. Das noch. Was haben wir denn diesmal für eine Mission? Das Unterwelthaus. Oh, ja. Wir sind immer noch im Irrgarten der Trauer. Oh, Verzeihung. So. Dunkelheit. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ich mach die Leuchte. Ach stimmt, genau, wir hatten dafür doch bestimmte Outfits. Warte mal, hatte ich die? Ich glaube ja, ihr habt das nicht. Lampengewand, wenn ihr es schon habt. Ja, ich guck gerade, wo das ist. Lampengewand. Ich hab's noch nicht. Neben der Windmagierobe. Also zwischen Windmagierobe und der Medusentoge. Ah, da hab ich's. So, sollen wir wenigstens dafür, dass wir ein bisschen Durchblick haben. Mir fehlt wahrscheinlich noch irgendwas. Boah, wirst aber auch noch zusammenkriegen. Und wenn nicht, ist nicht weiter schlimm. Bling! Wir sind alle hell erleuchtet. Ui. Nur Drago nicht. Ich bin aber, von. Aber der ist mit dem Herzen dabei, also. Ach verdammt, vielleicht hätte ich Drago die Feuerhandschuhe geben sollen. Ja, das ist. Damit er sich ein bisschen Idee Licht machen kann. Naja. Er hat ja uns zwei helle Leuchten der Twitch und. Meinst du wirklich, dass wir die hellsten Leuchten sind? Oh, Drago hat ja den. Also selbst ohne euch, glaube ich, ist es schon finster genug. Warte. Bling! Aber wenigstens brauchen wir uns nicht mal auf einen Radius beschränken. Jo, naja, die andere Geschichte dich gleich, ist, so oft wie wir das Level jetzt gut spielen muss. Sicherheit sein. So. Na, jetzt kennen das wir das Level ja auch wenigstens. So oft wir das Level schon hatten, kenne ich, glaube den Wege halb auswendig. Ja, noch. Denk dran, wir haben gleich noch die wundervollen Platten, die verschwinden. Die haben wir doch die ganze Zeit. Das Tolle ist ja. Die leuchten wenigstens auf, die. Bring mich mal zur Fledertasche, ich will mal was ausprobieren. Die ist schon tot. Dann da hinten. Ach, du wolltest mit dem Feuerball Dauer treffen. Richtig. Müsste ja theoretisch gehen. Hat doch gerade schon einmal funktioniert. Ey. Außer sie greift dich frontal so weit anders an. Nee, ich war zu hoch. Das war mein Problem. So. Leuchtet, Plattform, leuchtet. Oh, Okay, in die Richtung. Ich wollte gerade sagen, Sunny, du warst etwas ungeduldig. Und dann, beam me up, Scott. War das gerade Fledermaus-Ping-Pong? Ich glaube ja. So. Klar, Moment. Sunny, könnt ihr mal kurz an die Seite gehen? Könnt ihr mal beide mal kurz nach links gehen? Ich würde mal kurz was nachgucken. Ach so. Jo. Ja, doch, so ein Mini-Lichtkreis habe ich auch. Nur kein Groß. Naja, wir teilen ja auch unser Licht mit dir, ne? Richtig. Außerdem ist Sunny ja unsere strahlendste Sonne überhaupt. Ja. Warum ist die Funze dann so klein? Ich würde sagen, ihr lockt eure Geister wieder an. Das war meine Schuld. Ich habe ihre Insignien wieder leer gemacht. Entschuldigung, die funkeln immer so schön. Ja. Nur wie oft hat man dir schon beigebracht, sie rechtzeitig auf die Ladestation zu packen? Sunny war nicht da. Ich konnte ihr keine neue Energie spenden. Oh. Ich habe mal den blauen mitgetriggert. Ja, toll. Ich bin jetzt hier oben rechts. Und wo ist der blaue? Bei mir. Ah, hier ist er. Ich muss hier mal. Eine Spazierfahrt, die ist Lust. Ups. Greg, wenn du schon. Ich habe keine Lust mehr zu spazieren. Ich bleib mal hier. Geh weg und schäm dich. Wie auch immer mein Gast gerade gestorben ist, aber okay. Jetzt kannst du auch nicht sagen. Hast du ihn vielleicht irgendwie angehittet mit irgendwas? Keine Ahnung. Der war so mein, doof. Mein Licht war zu hell. Nee, der war so doof und ist gegen die Flamme gelaufen. Ups. Hä, Moment, gegen meine? Nein, gegen die Laterne, die in der Mitte rumläuft. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich dürfte ihnen doch gar keinen Schaden machen können. Ich wusste gar nicht, dass die Laterne den Schaden machen kann. Naja, wenn sie dumm laufen? Du weißt doch, Gegner, dumm programmiert. Ich bleib erstmal hier. Hi, Drake. Hey. Wollt ihr Feuer machen? Fei! Und tschüss. Oder? Nee, doch, geliebt. Ding, zang, zong, Fledermaus. Geh nicht ins Licht! Geh nicht ins Licht! Wieder an der Flamme gestorben. So, warte. So. So.
Hier haben wir festen Boden. Erstmal hier rüber. Komm erstmal her, Drago. Oh, ich lauf gerne. Wieder Gang macht schlank. Ah, sorry. Ja, ich wusste nicht, dass Drago mich hochhebt. Sorry. Mach dir super Zugabe. Drache, willst du wieder in die Drachenschule? Nö, die gibt's doch mal bei mir bald wieder, aber da will ich der Lehrer. Na gut, das kannst du jetzt zwar gerne ankündigen, nur es wird dir nichts bringen. Oh, gibt ja noch kein Datum dafür, ist ja irgendwo. Ah, die Platte ging da weg. Ja, das Ding ist es aber, du kannst es zwar ankündigen, es bringt dir noch nichts, weil wir ja noch nicht wissen, wann das Projekt hier fertig ist und wann dieser Part hier speziell online geht. Nun, ich weiß noch nicht mal, wann ich das fertig mache, weil das ist immer so ein scheiß Aufwand. So, böses Gespenst. Wo ist die Matratze? Ich will das Bettlaken drauf spannen. Ich komm noch mal mit. Ich wollte sagen, ich bleib dann mal hier stehen und kann sich Drago gleich direkt rüberziehen. Oh, so, bitte da. Sunny, Drago, wolltest du abhängen? Bisschen. Aber nicht, dass du mir abhängig wirst. Boah, Achtung. Achtung? Achso. Okay, so wird's natürlich auch. Sunny, willst du mir irgendwas sagen? Ja, du standst im Weg. Sunny mag mich nicht mehr, sie wollen mich killen. Ich wollte dich zum Luftikus machen. Ach, mein Geist ist schon gleich da. Wie nett. Meiner ist schon weg. So, komm her, geh dann mal. Mietz. So. Wieso bleiben wir eigentlich immer noch so dicht beieinander? Brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Weil wir es gewohnt. Weil wir es von der Kugel gewohnt. Schmeiß mich mal eben rüber. Hab ich ja gleich vor. Ich muss nur erstmal die Cutscene abwarten. Immer diese blöden Cutscenes hier. Geronimo! Ja, wie. Ich glaube, einer von euch muss mich hier. Ja, doch, die Plattform kommt. Warte kurz. Die Plattform kommt. Nee, Drake hängt noch auf der Seite fest. Ach so, sorry. Und ich komm nicht. Ich vergesse immer wieder, dass man ja hier nicht rüberkommt. Guten Tag. Ich hab dir schon das Drago-Taxi geschickt. Yay, Drachentaxi! Whee! Mit dem fahre ich sowieso am liebsten. Hui! Toll, ich stürz ab, der kommt rüber. Du bist halt unsere Lebensversicherung, Drago, was du denn immer. Ich merk's. Okay, das ist. Das, ob das jetzt so wirklich so gut ist, wie es klingt? Naja, Drake, ich bin die Balance in der Mitte bei euren beiden Ausreißerpunkten. Hat irgendjemand gesagt, Arsch, melde dich? Schmeiß dich mal bitte hoch. Jo. Weil dann gebe ich euch von hier oben aus Feuerschutz. Weil ich ja gerade festgestellt habe, dass meine Feuerbälle ja auch Schaden machen. Blöd ist nur natürlich, wenn er dann nicht in meiner Richtung guckt. Okay, oh, ja. Ich bin mal dezent aus dem Weg. Vielleicht sollten wir das doch so machen wie eben. Ab in eine Ecke alle und dann... Immer einen nur triggern, weil dann kommt er ja automatisch. Ja, Achtung. Na doch. Ja, scheiße. Ihr müsst mit dem Items draufhauen. Ja, warte, hier der... Punkt, er kommt. Ah, verdammt. Hilfe. Überlegt. Oh, ernsthaft? Schnauze. Danke. Ich bin mal dezent weg. So, der ist weg. Okay. Da war er. Die haben sich zwei lieb. Oh, verdammt. Ja, ich hab's mitgestanden. Ah, komm! Was macht ihr da für eine Kuschelparty? Ja, ich wollte da eigentlich gerne versuchen wegzukommen, aber leider konnte ich das zu euch. So. Muss ich wieder deine Lebensversicherung spielen? Ich schmeiß jetzt einfach mal Feuerbälle. Nein, Sunny, bitte! Danke. So. Aha, komm, lad dich auf. Verdammt, hilf mir! Hab dich. Danke. Ihr solltet euch vielleicht ein bisschen von den anderen entfernen. Ja, ich stell mich gerade auf den Weg. Ja, das ist gut. Du bist... Ah, toll. Ich brauch mehr Ausdauer! So viele Bälle kann ich nicht schmeißen, wie ich gerne möchte. Hat da jemand gerade meinen Feuerball weggekickt? Das war die Wand, der breite an der Wand ab. Da war eine Wand, okay. So, der ist tot. Ja, sagen, ist noch einer? Ja, ich hab gleich wieder genug Feuer. So. Also,
Ja. Also wenn du nur einen hast, ist Enterhaken und einmal ein gestorben. Beste Strategie. Ja, ist nur noch einer. Ich komme mal zu euch runter, wenn es jetzt ja nur noch einer ist. Ja, es ist nur noch einer. Hallo. Und der ist tot. Yay! Wieder eine Mission geschafft. Ja, jetzt kommt Drakes liebster Teil. Wir sind so klug, so K-L-U-K. Weißt du, dass jetzt der Tempel kommt? Das ging aber diesmal recht fix, muss ich sagen. Naja, die Mission war ja jetzt auch nicht schwer, ne? Zwirbelzweig, hey, was soll ich denn mit Unkraut? Na, die Maske hätte ich auch gern noch gehabt. Ich hab mal vorgerechnet. Dunkelheit, Erfolg! Ja. Tja, ja. Wir sind hell erleuchtet. Was soll man dazu sagen? Gegen mein Licht kommt keine Dunkelheit an. So ist das. Ja, das haben wir noch gelernt. Die Insignie zurück, damit sie aufgeladen werden kann. Ja, ist ja gut. Ich schäme mich. Ich versuch's jedenfalls. Das wird doch eh nix. So, dann haben wir die Ruine ja fast abgeschlossen, wa? Kommt auch der Tempel. Ach, der sieht pfui aus. Was nehme ich denn Energie da? Wenig Energie stürzt nicht ab, Zeitlimit. Also wenig Energie wissen wir ja, was wir gegen machen können. Herzlich sein! Oh, Sunny wollte ohne Spitzhacke. Oh, scheiße. Alles gut. Ja. So, warst du das? Auch Glück gehabt. Das war das Herzkönigin-Outfit, ne? Nehme ich denn? Ja, die drei extra Herzen. Ja gut, dann nehme ich das jetzt auch. Ja, ja, sonst wir brauchen... sonst haben wir nur vier Herzen. Ja, gut, stimmt, das wir haben ja wenig Energie. Ups. Richtig. So, wer möchte... Was für Items haben wir? Bumerang, Greifhaken. Oh. Wer will was? Na, du schaffst ich nehme den feurigen Handschuh an. Dann nehme ich mein Bum-Bum-Bum-Bum-Bumerang. Kommt der Drake jetzt wieder angerannt. Ich flieg so schnell ich kann in deiner Umlaufbahn. Das Tempel ist original auch schon gedunkelt? Au, der hat mit dem Knochen geworfen. Ey, du Knochenhannes, du. Vorsicht, da sind Löcher. Verpiss dich. Runter. So. Ab in die Enge. Verpiss dich. So, zack, zack, zack. Das geht hier rucki-di-zucki. Einer muss hier noch irgendwo rumkraufen. Ja, hier, ja, eine Maus. Die Ratte. Tschüss. Wir sind voll die Helden. Wie war das? Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Lieber nicht, weißt du, wie teuer das bei uns drei wären? Ich meine, eine planetengroße Sonne, ein Drache und bombenzerstörendes Yoshi? Oh Gott, die Farbgeister wieder. Ach, nö. Ja, ich warte meine Runde hier. Ja, deiner ist sowieso hier drüben. Hey, Kleiner. Hallo. Meiner ist schon tot, falls ich war. Meine jetzt auch. Okay, die sind normal. Ja, genau. Nee. Oh, ach, scheiße, wir brauchen Türmchen. Ja, sind wir doch schon bei. Wir hatten schon eine Turmhuhe. Ja, mal. Ja, danke, Drago. Das war nicht so intelligent. Du wusstest nicht mehr, wie viel Zeit wir hatten. Oh, Dreier. Wartet. Ja. Ja, ich hab den Plattform nicht getraut. Ja, alles gut. Du wolltest hier nur in Sicherheit. So. Erstmal schmeiße ich euch wieder runter. Ich warte jetzt kurz. Naja. Oh Gott, oh nein. Das war vielleicht keine Sache. Wer von euch hatte den Feuerhand? Genau. Ich. Feuer. Feuer. Und tschüss. Ja. Stimmt, ich kann sie auch abwickeln. Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer, sorry. Ich kann sie auch abwickeln. Huch. Geh mal hier rüber. Los, hau ab. Schnappt euch mal ihm lieber das Herz. Und tschüss. Ah. Na. Moment, was kannst du mal in die andere Richtung springen? Nein, das war eine scheiß Idee! Ja, sorry.
Ah, Mann. Versucht sie am besten runterzuschubsen, sobald sie ihren Verband los sind. Ich kann ja abwickeln. Ja. Ich komme erstmal rüber zu euch. Ich würde sagen, eure sind auf der rechten Seite, meiner geistert links. Moment. So, schon mal gut, dass wir das wissen, weil wir haben es ja nachher noch auf Zeit. Ich wollte es gerade gesagt haben. So, wartet, ich gehe mal ein Stück zurück, dass ihr auch wieder runterkommen könnt. Danke. So, ich warte jetzt kurz auf euch und dann... Nix wie rüber. Dago, keine gute Idee. Naja, ich wollte versuchen abzuwickeln. Oh, was ist denn das hier für ein Kack? Naja, ich kann ja stunnen. Nein! Scheiße. Ich kann sie runterzuppen mit dem Enterhaken. Sehr gut. Achtung. Nein, geh weg! Verdammt. Leute, wir müssen uns besser koordinieren. Das wird so nichts. Ja, weniger Kamikaze wäre die Idee. Und meidet diese blöden Plattformen vor allem. Was willst du? Nee. Das wird mir zu riskant. Wieso hat mich das jetzt bitte getroffen? Elendes Gespenst, du. Warum pissen wir einmal den? Put, 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 put. Oh, Feigling, komm her. Da ist er weg. Oh, Drago. Ich habe noch keinen Boomerang. Entschuldigung, das war ich gewesen. Kopf ihn runter, Drago. So, ich will schon gerne Seite gewinnen. Das Problem ist, wenn einer von euch mir im Weg ist mit dem Boomerang, kann ich den nicht runterschubsen. Das ist doch halt das Problem. Ja, ich versuche ihm den... Ich hab die oben schon weg, wenn ihr Luft braucht. Oh, dieser Idiot musste der auf mich springen. Fall doch runter, Mann. Was meinst du wohl, was ich die ganze Zeit versuche? Ich stell mich jetzt einfach daneben. So, und dann könnt ihr das selber machen. Ich hab doch gerade gesagt, ich hab doch oben schon Luft frei gemacht für euch. Weil ich bin schon extra auf die andere Seite gegangen, wenn die beiden da kommen, dass ich die wegmachen kann. So, verzieh dich. So, der hält jetzt die Klappe. So. Angst. Ich gehe direkt rüber auf die andere Seite und warte, dass die da kommen. Guck, was? Die beiden Wieso oben. Ist der gesprungen? Weil ich ihn angegriffen habe. Ich stehe mich mal hier hin. Blödes Vieh. Runter mit dir. Los. Sorry, ich muss jetzt mal weg. Sag. Tschüss. Okay, der will noch nicht. Oben ist Luft, wenn ihr Luft braucht. Ja, jetzt ist da keine Luft mehr. Ich warte jetzt. Warte, lass mich den Platz. Achso, schon vorbei? Ja. Nein. Oh. Mit dem Enterhaken kann ich die da oben im Alleingang wegmachen. Das ist das Problem. Oh, nicht schlecht. Gut gemacht. Weil ich brauche nur einmal abbandagieren, dann einmal mit dem Enterhaken schubsen und schon stürzen sie ab. Oh, perfekt. Bei mir springen sie halt immer. Ach, pfui. Drago, komm mal mit. Ja. So. Drake, du musst mich mal drauf die blaue Scheibenkleisterplattform rüberwerfen. Warte, wo bist du? Da. Hoffentlich reicht das. Ja. So, Drake, du hast den Boomerang. Ja. Ich glaube, Drago hatte den Enterhaken, ne? Ja, aber mit dem Enterhaken kann ich nicht ranziehen. Ja, mit dem Enterhaken kann er sich nur zu dir ranziehen. Das ist das Problem. Ah, warte. Dann habe ich eine andere Idee. Naja. Ei. Ach nee, scheiße, Moment, ich brauche Sunny, nicht Drago. Ja. Ja, Drake muss zuerst auf die andere Seite. Richtig. Okay. Komm mal her. Dann komm mal her. Weil dann kann Drake. Genau, weil ich kann mich nämlich jetzt holen.
Alles klar. Och, nö. Nein! Ihr schmeißt mich nicht runter, ihr Saubart. Hilfe! Hilfe! Oh, oh, das war Glücksdann. Ah, scheiße! Ja. Ich hab vergessen, was das für Geister sind. Ja, scheiße. Sorry. Game over. Oh, nein. Sorry, ich hab nicht mehr gewusst, was die Geister machen. Was für eine beschissene Mission. Naja gut, was heißt beschissene Mission? Wir hatten nur das Pech gehabt, dass wir jetzt nicht mehr wussten, was die Geister nochmal anstellen. Ich wusste, was die Geister anstellen. Ja, es ist schön, dass du es wusstest, aber ich wusste es leider nicht mehr. Du hast doch gesehen, dass die eingegriffen haben. Nein, eben nicht. So, jetzt nicht weiter. Shit happens. Eben. Wir probieren es einfach im nächsten Part und dann wird es hoffentlich dann besser laufen. Also ihr Lieben, ja. Ihr wisst ja, kommentieren, abonnieren und natürlich auch die Videobeschreibung aufklappen, um auch bei Sunny und Drago vorbeizuschauen. Ja, und damit sagen wir, bis zum nächsten Mal, euer Drake. Bis denn. Baby.